Guten Morgen. Also Bock habe ich nicht, direkt nach dem Aufstehen hier groß in die Kamera zu quatschen. Egal, machen wir es trotzdem. So, wie war die Nacht? Also erstens Erkenntnis. Gut, die ist nicht neu, aber die würde ich euch trotzdem mitteilen. Es ist wirklich extrem vorteilhaft, was auf dem Kopf zu haben. Auch wenn es gar nicht so super kalt ist. Das hilft einfach enorm auch beim Schlafen, um gegen Auskühlen geschützt zu sein und auch ein bisschen über die Ohren. Dann sind auch die Ohren gut geschützt und man wird auch garantiert nicht krank. Beziehungsweise man sollte auch noch was am Hals haben. Das ist ja hier in diesem Fall auch noch irgendwo so ein bisschen gegeben. Und dann habe ich noch so einen hohen Kragen an der Jacke. Das ist auf jeden Fall was man grundsätzlich beim Draußenpennen beachten sollte. Also außer es ist jetzt aller heißester Hochsommer und man kann quasi nackig im Wald schlafen, was man ja durchaus tun könnte eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Aber das war nicht der Fall, wirklich nicht. Bin ein bisschen verfroren noch, musste um, ja, so zum Sonnenaufgang, als es dann wieder so hell war, zumindest, dass man wenigstens einigermaßen sehen konnte, wo man hingetreten ist, habe ich erstmal einen Morgenspaziergang machen müssen, weil ich mich einfach bewegen musste, um wieder einigermaßen warm zu werden, war dann doch gut ausgekühlt von der Nacht, insbesondere von der fiesen kalten Stunde kurz vor Sonnenaufgang, beziehungsweise um Sonnenaufgang. Ich bin dann in der morgendlichen Arscheskälte dann auch aufgestanden und habe gedacht, oh Gott, das tust du jetzt nicht an, dass du da rumliegst und frierst. Da gehe ich jetzt ein paar Schritte und wird erstmal wieder warm. Und danach war man dann auch warm und dann war es auch einigermaßen hell. Und dann bin ich hier vor meine Unterkunft umgezogen. Das mache ich übrigens immer so, dass ich gerne ja, morgens noch ein bisschen vor der Unterkunft rumliege, damit ich dann einfach noch mal eine schönere Aussicht habe, wenn man dann die Augen aufmacht. Und A, sieht man dann was, weil es ist ja wieder hell. Und B, kann man dann schön direkt nach oben gucken ins Blätterdach. Guckt mal. Sieht doch gleich viel schöner aus als einfach nur so eine olle Plane von unten. Jo, wie war die Nacht? Tiergeräusche, das war einmal eine Ladung Fuchs. Hatte wohl irgendwie einen Konflikt mit anderem Fuchs. Klang irgendwie so ein bisschen so, als ob da irgendwelcher Streit ausgetragen wurde. Dann gerade eben erst hatte ich noch ein Reh, also dieses lustige Bellen vom Reh. Und dann gab es wieder diesen ominösen Nachtvogel, der gerne mal plötzlich aus dem Nirgendwo anfängt rumzuschreien. Den habe ich auch irgendwie häufiger. Was mir jetzt fehlt, ist das morgendliche Eichhörnchen. Eigentlich habe ich jeden Morgen ein Eichhörnchen. Also fast. Also es ist wirklich schon so oft, dass mir morgens ein Eichhörnchen begegnet, dass ich das schon ganz normal finde. Die haben auch ihr Aktivitätsmaximum kurz nach Sonnenaufgang und dementsprechend ist die Chance, dass einem da ein Eichhörnchen über den Weg rennt, eigentlich relativ hoch, weil sämtliche Eichhörnchen im ganzen Wald rennen um die Zeit wie blöd durch die Gegend und tun das, was ein Eichhörnchen so tut. Genau genommen suchen Essen im Wesentlichen. Ja, was ist sonst noch so passiert? Ja, ich bin also dann irgendwann zwischendurch noch mal so ein bisschen wach geworden, weil eine halbe Rehherde oder zwei Rehherden, irgendwas da dazwischen von der Stückzahl her, hinter meinem Lager vorbeigezogen ist. Die haben mich wohl bemerkt gehabt und entsprechend in einem großen Bogen sind sie quasi um mich rum. War ihnen nicht ganz geheuer. Ja, kann ich nachvollziehen. Wenn ich Reh wäre, dann wäre ich mir auch nicht geheuer. Von daher ist das schon in Ordnung, das nehme ich den Rehen nicht übel. Ja, okay, kalt war es dann eben halt am Morgen arg und den Rest der Nacht ging es einigermaßen. Ich habe schon besser gelegen, muss ich sagen. Meine Behauptung, man bräuchte hier nicht mehr Isolation als diese wirklich super dünne Bundeswehr-Mehrzweckunterlage, stimmt, braucht man wirklich nicht. Aber selbstverständlich ist die halt nicht besonders bequem. Also man liegt schon ziemlich hart. Und ja, kann man mal eine Nacht machen. Wenn ich jetzt noch eine zweite Nacht draußen wäre, hätte ich mir jetzt schon noch mal irgendeine bequemere Matratze gebaut, allein aus Komfortgründen.
Jo, was steht jetzt an? Jetzt steht an, dass ich jetzt mein Lager hier zusammenbaue und entsprechend hier natürlich aufräume und gucke, dass ich hier keine Spuren hinterlasse, dass man irgendwie denken könnte, hier ist der Ben gewesen. Und demzufolge mache ich das jetzt und dann gehe ich nochmal zurück zur Grillstelle, beziehungsweise die liegt sowieso auf dem Heimweg. Und werde da nochmal aufräumen und mein Geschirr spülen und meinen ganzen Krempel dann auch nochmal schön zusammenpacken, dann nochmal überlegen, ob ich auch hier alles mitgenommen habe. Und vor allen Dingen was trinken. Ich habe voll Durst jetzt. Und dann gehen wir nach Hause. Jawohl. Und dann muss ich tatsächlich irgendwann auch nochmal heute was arbeiten. Demzufolge habe ich jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit.
Thank you.